Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Kleine Babys werfen... Nein, die werfen nichts voraus. Trotzdem ist die Zeit, bevor sie auf die Welt kommen, ausgefüllt mit Plänen und Überlegungen. Okay, wie wär's mit Karl Maria, wenn's ein Junge wird, und Amanda, wenn's ein Mädchen ist? Weißt du, ich dachte, wenn es ein Mädchen ist, könnte es vielleicht den Namen meiner Mutter bekommen. Du willst sie wirklich Schreckschraube nennen? Oh. Wie wär's, ihr nennt sie Whitney? Oder vielleicht Sheila E. Jetzt habe ich den richtigen Namen. Rin Tin Tanner. Du willst meinem Kind einen Hundenamen geben? Es ist ein edler Hund. Ein tapferer Hund. Ein echter Lebensretterhund. Und wenn es ein Mädchen wird, nennen wir sie Knirps. Nicht nur die Gespräche im Haus der Tanners kreisen zurzeit um den erwarteten Familienzuwachs, auch bauliche Veränderungen werden vorgenommen. Al fängt das alles langsam zum Halse raus. Er fühlt sich einsamer als je zuvor und tröstet sich mit dem Inhalt des Kühlschranks, als Willy in die Küche kommt. Also, Alf, was habe ich dir gesagt, wie du dich verhalten sollst, wenn Besucher da sind? Bedeutend mehr, als ich wissen wollte. Also marsch in die Garage und komm erst wieder raus, wenn die Arbeiter Schluss gemacht haben. Dieser Besuch ist schon 4 Wochen da. Wie lange kann es wohl dauern, so ein albernes Kinderzimmer zu bauen, frage ich mich. Doppelt so lang, wie Sie versprechen, dass es dauern wird. Warum kommst du nicht mit mir? Wir könnten ein Spielchen spielen. Wie kriege ich den Auspuff an die Karre? Halb so schlimm, wie sich's anhört. Ich bedauere, aber ich kann mit dir jetzt nichts anfangen. Kate und ich haben unsere erste Lamaze-Stunde heute Nachmittag. Was ist eine Lamaze-Stunde? Da bereiten sich die zukünftigen Eltern auf die Geburt des Babys vor. Heute üben wir vor allem das Atmen. Das könnte ich dir auch beibringen. 1, einatmen. 2, ausatmen. Gut, du hast bestanden. Jetzt brauchst du nicht mehr hin. Nichts zu machen. Kate und ich werden gemeinsam das Atmen lernen. Gib's zu, Willibald. Dieses Baby ist bei dir zur Besessenheit geworden. Natürlich bin ich besessen davon. Das ist das Wunder des Lebens. Das Wunder der Menschwerdung. Das Mysterium des Seins. Herzlichen Glückwunsch. Das klingt so überzeugend wie vom Winde verweht. Und dann hat der Arzt das Ultraschallgerät auf meinen Bauch gerichtet und wir konnten den Kopf des Babys sehen und wir sahen Babys Beine und sogar das Herz haben wir schlagen sehen. Ja. Bitte, Kate. Einige von uns sind noch beim Essen. Seit wann bist du denn so empfindlich? Seitdem Kate dauernd über diesen Parasiten redet, der in ihr wächst und sich pausenlos verändert. Apropos Parasiten, möchtest du vielleicht ein 5. Mal vom Hackbraten, Alf? Wenn du mich darum bittest... Wenn das Baby da ist, dürfen wir ihm dann sagen, dass Alf auch da ist? Es wird sich dran gewöhnen müssen. Wisst ihr, das Komische an diesem Baby ist, dass es mit Alf zusammen aufwachsen wird. Ich meine, es wird für das Baby überhaupt nichts Außergewöhnliches sein, sondern was ganz Normales. Lass dich nicht stören. Ich habe es gern, wenn ich hier als außergewöhnlich durchgehechelt werde. Entschuldige, Alf. Dass mir das aber nicht wieder vorkommt. Ich gehe schon. Verzieh dich. Oh, hallo, Willy. Wir stehen Sie leider beim Abendessen. Daran haben wir uns gewöhnt. Kommen Sie doch bitte rein. Und wie geht es der kleinen Mami, der zukünftigen? So klein ist sie nicht. Sie verdeckt den ganzen Fernseher, wenn sie dran vorbeigeht. In einem Schachtwort heißt es, wenn du schwanger bist, sagt Mutter Natur, zieh dir ein Zelt an. Das kannte ich schon. Wir stören auch nur einen Moment. Es geht um das Haus von den Litwaks. Das stimmt doch, Laverne. Wie? Oh, richtig, ja, unser Haus. Was ist mit Ihrem Haus, Laverne? Wir wollen es vielleicht verkaufen. Irgendwann, es eilt nicht. Da habe ich mir gesagt, ich frage Sie mal, Sie sind ja im Immobiliengeschäft. Was Sie meinen dazu? Meinen? Wozu? Laverne, die liebe Kate wüsste sicherlich mehr und wäre besser orientiert, was ihr Haus wert ist, wenn Sie sie mitnehmen und ihr alles zeigen, wenigstens für 5 Minuten. Ja, das wäre sehr hilfreich. Jetzt gleich? Ja, wenn es Ihnen recht ist, nur für den Fall, dass wir uns zu dem Verkauf entschließen, eines Tages. Naja, bitte schön recht, Laverne. Es kommt nur so plötzlich. Lassen Sie sich Zeit und bedenken Sie das Wort. Wer hastig lebt, wird es lange bereuen. Also dann gehen wir. Gut. Das hatte ich noch nicht gehört. Ich dachte schon, ich krieg's überhaupt nicht raus. Was gibt es denn, Rattle?
Laverne und ich möchten für Kate eine Babyüberraschungsparty schmeißen. Dafür möchte ich mich herzlich Samstag bedanken. Eingeladen haben wir Kates College-Freundinnen und alle Damen aus der Nachbarschaft, außer Hazel Hurlbut. Wir reden nicht mehr miteinander seit diesem unerhörten Vorfall mit der Harke. Eine Babyparty klingt wirklich lustig. Ich könnte helfen. Schon eingeplant. Aber wir bringen alles mit. Außer den Erfrischungen, der Dekoration, den Partygeschenken und den Klappstühlen. Sehr großzügig. Das ist doch das Mindeste, was Tantchen Brackel tun kann. Also, dann essen Sie erst mal weiter. Schon wieder Hackbraten, ne? Uns schmeckt er. Naja, jeder wie es mag. Tschüss. Was ist eine Babyüberraschungsparty? Schlimmer als Zahnschmerzen. Also, wann steigt meine Party? Woher weißt du das? Laverne hat gesungen. Na gut, dann tu wenigstens so, als wärst du überrascht, sonst würdest du Tantchen Rackle aufs Tiefste verletzen. Oh. Wenn es bequemer für euch ist, kann ich auch hier draußen bleiben. Und ihr könnt mir den Rest vom Abendessen in die Schnauze schmeißen. Du darfst dich wieder zu uns setzen, Alf. Nein, danke. Ich habe jetzt langsam die Nase voll von diesem Wunderbaby. Doch Alfs Leidenszeit soll erst richtig losgehen. Ehe er sich's versieht, ist der bewusste Samstag da. Und die Tenner-Wohnung ist erfüllt von eifriger Geschäftigkeit. Von Frauen, die hier Girlanden aufhängen und dort Plastikstörche befestigen. Und das war's auch schon. Was sagt ihr dazu? Laverne, Luftschlangen muss man immer durcheinander kreuz und quer aufhängen. So, wo steht denn das geschrieben? Das steht überhaupt nirgendwo geschrieben. Was jeder Mensch weiß, braucht man doch nicht erst aufzuschreiben. Hazel Hurlbut hat schon recht. Was? Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Entschuldigt mich. Lynn, hi. Hi. Und nachdem Lynn die Freundin ihrer Mutter über Kartons und Verpackungsmaterial ins Wohnzimmer geführt hat, wirft sie einen Blick in das Bündel, das die Besucherin im Arm hält. Das ist wirklich ein praktisches Geschenk. Damit können wir schon mal üben. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Mein Babysitter kriegte plötzlich von irgendwoher Konfetti. Aber nein, das ist schon recht. Mann wird gleich hier sein, jede Minute. Oh, Andrea, du hast das Baby mitgebracht. Wirklich originell. Währenddessen hat sich Alf an den einzigen ruhigen Ort im Haus zurückgezogen. Das Kinderzimmer. Die Hände auf dem Rücken verschränkt, inspiziert er die Einrichtung. Wickeltisch, Gitterbett, Spielzeug. Aha, hier also soll die böse Brut verstaut werden. Ist ja zum Kotzen, was dem Muster der Tapete gut täte. Nebenan sind die Vorbereitungen inzwischen beendet und man lässt Kate ins Wohnzimmer. Nein, was für eine reizende Überraschung. Und vielen Dank, Rackle und Laverne. Wieso war das unsere Idee? Oh, wer sonst könnte so aufmerksam sein? Oh, du hast ja Elliot mitgebracht. Ja. Ich fürchte, seine Schlafenszeit ist schon längst gekommen. Gibt es hier irgendeine Möglichkeit, ihn hinzulegen? Oh ja. Wir können das Kinderzimmer einweihen. Kommen Sie, ich zeig Ihnen, wo es ist. Wunderbar. Ich freue mich. Kate, warst du wirklich überrascht? Ja, das war ich. Geschockt, könnte man sagen. Ich hatte keine Ahnung. Man nähert sich dem Kinderzimmer. Alf, hau ab. Gleich hier, Andrea. Ach, was für ein süßes Zimmer. Ja, finde ich auch. Na komm, mein Schatz. Jetzt schlaf schön. Braucht er noch irgendwas? $35.000 fürs College. Mami, komm bald wieder. Kaum sind Lynn und Andrea weg, kommt Alf hinter dem Schrank hervor und nähert sich dem Bettchen. Grübelnd blickt er auf das winzige Etwas, das ihn da aus großen, glänzenden Augen ansieht. So, du bist so ein Balg. Nicht besonders verbraucherfreundlich, was? Ja. Uns steht auch bald so ein freudiges Ereignis ins Haus. Ja, ja. Und deswegen werden sie alle ein großes Fass aufmachen. Lynn wird so Sachen sagen wie: Kille, Kille, wo ist er denn? Kate wird ihre Brust rüberreichen und ihn stillen, was immer das auch ist. Brian wird dem Baby vorlesen. Willi wird ununterbrochen seine Windeln wechseln, ihn mit ins Kino nehmen und ich werde... Brüche, Brüche, Brüche! Ach,
Ich werde mir den Rüssel krumm niesen. Ich bin allergisch gegen das kleine Vieh. Rüssel! Rüssel! Na, das kann ja heiter werden. Doch zunächst gibt es ein viel naheliegenderes Problem. Alfs Niesen dringt durch alle Wände und durch den Partylärm. Und Lynn hat Mühe, die Gäste abzulenken. Ich werde mal nachsehen. Das ist wahrscheinlich die Katze. Oder die Wasserleitung. Oder die Katze in der Leitung. Entschuldigung. Was zum Knabbern? Sagst du nicht wenigstens Gesundheit? Alf, was ist denn bloß los mit dir? Ich bin allergisch gegen Babys. Also, das ist doch lächerlich. Meinst du? Wart's ab. Und richtig. Kaum tritt Alf an das Gitterbettchen. Bisschen, bisschen, bisschen. Siehst du, eine Babyallergie. Was geht denn hier eigentlich vor? Alf, wir haben das Haus voller Gäste. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten, Mama Ballon. Du wirst dein Baby wohl nicht behalten können. Was? Ich habe festgestellt, dass ich allergisch dagegen bin. Aber keine Sorge, ich mach's wieder gut. Ich besorg dir Goldfisch. Unser Baby wirst du bestimmt nicht weggeben. Denkst du vielleicht, ich will es einfach so weggeben? Ich bin sicher, wir kriegen einen guten Preis dafür. Ich bin sicher, wir kriegen einen besseren Preis für dich. Alf, das ist wahrscheinlich nur der Babypuder, der dich zum Niesen bringt. Nein, nein, ist es nicht. Auf Melmark haben wir statt Kunstzucker Babypuder in die Torten gerührt. Das können wir alle später besprechen. Und jetzt geh bitte wieder zurück in die Garage. Oh, oh. Das ist alles deine Schuhe. Um Schlimmeres zu verhüten, reicht Lynn Alf blitzschnell eine Windel. Hey, die sind wirklich saugfähiger. Der Samstag ist noch nicht vorbei, doch Alf hat kapituliert und den Rückzug angetreten. Wohin? Das bekommt Jake gleich zu spüren, als er sein Zimmer betritt, das Hemd auszieht und es wie üblich in die Ecke wirft. Danke. Alf, was machst du denn hier? Ich bin aus meiner Garage getürmt. Wieso? Was soll das denn heißen? Das heißt, von zu Hause kann ich nicht türmen, denn ich habe kein Zuhause mehr. Was ist los? Ich bin allergisch gegen Babys. Kate wird bald werfen. Sie will nicht, dass ich's verkaufe. Ergo, ich gehe. Ich habe noch nie gehört, dass man allergisch gegen Babys sein kann. Ich bitte um Verzeihung, du Allesbesserwisser. Wenn du noch nichts davon gehört hast, dann muss der dumme Alf wohl fantasieren. Wie bist du hier reingekommen? Durch Raffinesse, Beweglichkeit und Geduld, bis Trevor aufs Klo musste. Du kannst nicht hierbleiben. Das ist zu riskant. Komm, ich bring dich zurück zu den Tennissen. Du bist schwerer, als du aussiehst. Ich habe schwere Knochen. So, welche Seite vom Bett willst du haben? Alf, sei vernünftig, du kannst hier nicht wohnen. Wenn die beiden dich sehen, ist der Teufel los. Guter Einwand. Suchen wir uns ein Plätzchen am Strand. Nein, wir können nicht zusammenbleiben. Es würde nicht gut gehen. Wir kommen gut miteinander aus. Ich bin der Schlamper im Duett. Währenddessen nähert sich die Party ihrem Ende. Dann arbeitest du dich und schaffst dir selbst eins an. Bloß nicht, bei mir gehen sogar die Pflanzen ein. Tut mir leid, dass ich nicht mehr bleiben kann, aber ich muss noch meine Maschine erreichen. Oh, Silvia, ich danke dir, dass du die weite Reise gemacht hast. Das wollte ich doch nicht verpassen. Ich mache mich auch auf den Weg. Ich habe meine Tochter vor 3 Stunden im Einkaufszentrum abgesetzt. Ich fürchte, sie hat schon alles aufgekauft. Und grüß Billy noch mal von mir. Ja, gern mache ich. Ein 7-Jähriger weiß, dass man Luftschlangen bunt durcheinander aufhängt. Dann nimm dir einen 7-Jährigen als Helfer, wenn du wieder mal eine Babyparty schmeißen willst. Das sagst du nicht umsonst. Du schuldest mir noch immer das Geld für den Plastikstorch. Nebenan verpacken Willy und Brian inzwischen die Reste des kalten Buffets, um sie einzufrieren. Dad, warum nennt man sowas kalte Platte? Och, wahrscheinlich, weil der Aufschnitt kalt ist und die Platte auch. Kalte Platte. Ich weiß es nicht. Und wie würde sie heißen, wenn man das Ganze warm macht? Weiß ich nicht. Ich weiß gar nichts. Hallo. Ja, komm rein. Hi, Mr. Tanner. Hi, Zwerg. Hi, Jake. Hallo, Jake. Was gibt's? Na ja, Fehlt dir was?
Nicht wirklich. Ich habe mehr, als ich möchte. Ach, hast du was gefunden? Hören Sie, ich darf das nicht zu direkt sagen. Ich hab's versprochen und mein Ehrenwort gegeben. Sagen Sie irgendwas, was weg sein könnte, und ich sage dann heiß oder kalt. Oh. Alf. Heiß. Ich hab gewonnen. Woher weißt du, dass er weg ist? Er ist bei mir. Wo genau? In meinem Zimmer, Ende der Treppe, zweite Türe rechts. Ohne ein weiteres Wort stürzt Willy hinaus und erreicht Jakes Zimmer, ohne dass ihn jemand sieht. Dort ist inzwischen das Chaos ausgebrochen. So sieht die Bude schon viel gemütlicher aus. Alf, was machst du hier? Alles, was mit solch einem Mobiliar möglich ist. Komm mit nach Hause, und zwar sofort. Ich bin zu Hause, Willy. Von jetzt an wohne ich hier. Könntest du mir bei der Frisiertoilette behilflich sein? Hör auf mit dem Quatsch! Was glaubst du, was los ist, wenn Trevor und Rachel dich hören? Der Teufel, das ist geklärt. Außerdem sehen sie draußen im Garten nach, ob ihre Kartoffeln Ähnlichkeit mit Prominenten haben. Wieso willst du jetzt hier wohnen? Was kümmert dich denn das? Du hast Kate, Lynn und Brian. Und in kurzer Zeit hast du das Ding mit B. Ding mit B? Du meinst doch nicht das Baby. Siehst du, deswegen kann ich's bei euch nicht mehr aushalten. Ich bin allergisch gegen Babys. Woher willst du das wissen? Du hast noch nie mit Babys zu tun gehabt. Jemand hat eins mit auf Kates Party gebracht und ins Kinderzimmer gesteckt. Immer wenn ich dem Kleinen zu nahe kam, habe ich mir die halbe Lunge rausgenießt. Und warum musst du jetzt niesen? Es ist kein Baby da. Ach, ich brauche nur dran zu denken, dann geht die Nieserei schon los. Das erklärt die ganze Sache, Alf. Du bist nicht allergisch gegen Babys. Die ganze Geschichte ist psychosomatisch. Psychosomatisch? Kannst du mir das bitte so erklären, dass es jeder versteht? Das bedeutet, dass du glauben könntest, das Baby will jetzt deinen Platz einnehmen. Versuch nicht, mich zu analysieren. Ich bin viel zu komplex. Ich mache mir doch nur Sorgen um dich, Alf. Recht so, aber das kannst du dir sparen. Denn ich mache dir nun keine Sorgen mehr. Ich bin Vergangenheit, ein Nebel. Der alte, vor sich hin stinkende Müll von gestern, über den sich die Ratten hermachen. Als ich Kate geheiratet habe, liebte ich sie mehr als alles auf der Welt. Und dann bekamen wir Lynn und Brian, und da habe ich gemerkt, dass ich die beiden genauso liebe. Aber deswegen habe ich Kate kein bisschen weniger geliebt. Und dann... Naja, vielleicht ist es nicht ganz genau dasselbe, aber du weißt, wir lieben dich, Kumpel. Und zwar wir alle. In wessen Namen hast du soeben gesprochen? In meinem eigenen natürlich und in Lynns und Brians. Ja, und? Und ich bin sicher, Kate auf ihre ganz spezielle Weise, auf ihre eigene, ganz besondere Weise, auf ihre Art bin ich sicher, liebt sie dich auch. Ganz ehrlich? Niemand, bitte glaube mir, niemand könnte deinen Platz einnehmen. Aber wenn du wirklich glaubst, dass du hier leben willst, also dann... Naja, das Zimmer entspricht sicher nicht ganz meinem Dunstkreis. Es ist nicht mal ein Wäschetrockner da, aber... Was aber? Wenn ich weiter bei euch bleibe, möchte ich für euch auch wichtig sein. Ich will an allem Anteil nehmen. Ich will für das Baby den Namen aussuchen. Vergiss es. Dave, bist du da drin? Versteck dich. Ganz im Ernst, Willy. Hallo, Willy. Hallo, Rachel. Was machen Sie denn hier? Ich suche bloß unsere Katze. Wie ist sie hier reingekommen? Wahrscheinlich durch das Badezimmerfenster. Also, wenn Sie hier fertig sind, würden Sie bitte alle Möbel wieder so hinstellen, wie Sie vorher gestanden haben? Gehen wir rüber und lassen das Baby ein Bäuerchen machen. Nein, das Baby ist noch nicht einmal geboren. Dann gehen wir nach Hause und rülpsen selber. Auch dieser Tag geht vorbei und wie er noch viele andere. Und als wolle Kate schon ein bisschen für später üben, sitzt sie Abend für Abend an Alfs Bett und liest ihm Gute-Nacht-Geschichten vor. Alf trägt's mit Gelassenheit. Wir werden bald ein neues Baby bekommen und das braucht das kleine Bettchen, sagte Papa Bär. Ein neues Baby? Fragte der kleine Bär.
Er hatte nicht bemerkt, dass Mama Bär in letzter Zeit sehr rund geworden war, obwohl er bemerkt hatte, dass es immer schwieriger wurde, auf ihrem Schoß zu sitzen. Darf ich auf deinem Schoß sitzen? Weißt du lieber nicht. Gut. Mami, Daddy sucht dich. Er kann seine Zahnseide nicht finden. Sag ihm, er soll im Toilettenkasten nachsehen. Frag nicht. Alf? Ist das Buch nicht so kindisch für dich? Ja, ich weiß das. Du weißt das. Aber nur Kate hat es niemand gesagt. Soll ich es tun? Nee. Ihr Mutterinstinkt schlägt Salto Mortale. Wenn sie einen 232-jährigen Strampler haben will, soll sie doch. Ich verkrafte das. Das ist sehr nett von dir, Alf. Das weiß ich. Da. Mit einem Lächeln reicht Lynn Alf das aufgeschlagene Buch, das sie Kate aus der Hand genommen hat, und schließt die Tür hinter sich. Alf schickt ihr einen gottergebenen Blick hinterher und wendet sich dann der Gute-Nacht-Geschichte zu. Ich kann gar nicht erwarten, wie das ausgeht. Elvis Presley. Schon zu Lebzeiten Legende. Und erst recht jetzt, mehr als 10 Jahre nach seinem Tod. Doch es gibt Menschen, die überzeugt sind, dass Elvis noch lebt. Dass die Meldungen über seinen Tod nur der geschickt eingefädelte Versuch sind, ihm die Fans und die ganze zerstörerische Maschinerie des Showgeschäftes vom Hals zu halten. Hey, hört mal her, hier steht, wenn man ganz genau hinsieht, dann kann man Elvis als Komparsen in einer der Massenszenen von Mahatma Gandhi sehen. Du glaubst wohl auch alles, was du liest. Ja, nur nicht, wenn wo drauf steht, unzerbrechlich. Wo hast du dieses Buch überhaupt her? Ich bin Mitglied beim Club Biografie des Monats. Nächsten Monat bringen sie den Komiker Steve Allen. Das freut uns aber sehr. Alf, Elvis Presley ist schon über 10 Jahre tot. Ach ja? Und wie erklärst du dir dann dieses schreckliche Foto von Elvis von der Show in Disneyland, Piraten der Karibik? Die habe ich auch gesehen. Dann haben wir einen Augenzeugen. Alf, auch wenn Elvis noch lebte, würde er sich niemals öffentlich zeigen, wo man schreckliche Fotos von ihm macht. Also hier ist etwas, das auch dich überzeugen dürfte, ungläubige Kate. Ein Foto von Elvis auf dem Trödelmarkt. Was kauft er denn da? Eine Radkappe? Das ist eine Gürtelschnalle. Brian, du Banause! Alf, jedenfalls ist die Lust vergangen, inmitten von so viel Ignoranz auf verlorenem Posten zu kämpfen. Als Willy von der Arbeit kommt, steht Alf im Nebenzimmer, macht merkwürdige Halsverrenkungen, die an einen krähenden Hahn erinnern, und gibt seltsame Laute von sich. Was macht er da? Gesichtsmuskeltraining. Damit strafft man das Doppelkinn. Und diese Übung verhindert Schlappohren. Und was war das? Das bedeutet, dass sich Rackle der Hintertür nähert. Nehmt die Wäsche ab und versteckt das Silber. Juhu! Hallo, Willy! Hi, Rackle. Kommen Sie doch rein. Kate, ich bringe Ihnen die Zeitschrift zurück. Oh, danke, Rackle. Wie finden Sie Sylvester Stallones Schmorfleischrezept? Das war eine echte Enttäuschung. Ich musste das Fleisch 2 Stunden klopfen und Trevor fand es immer noch zäh.
Erst Rambo 3 und jetzt das. Sind wir ehrlich, Silvester steckt in einer Krise. Ach, etwas Interessantes. Kennt ihr schon den Mann, der das Haus der Fenemans gemietet hat? Oh, jemand hat tatsächlich das alte Haus der Fenemans gemietet. Jetzt wachen Sie mal auf und wischen sich den Schlaf aus den Augen, Willy. Der Mann wohnt schon seit 6 Tagen da. Wie ist er denn, The Rackle? Er heißt Aaron King. Mal sehen. Er ist Anfang 50, hat einen Südstaaten-Akzent und singt unter der Dusche. Das ist bis jetzt alles, was ich weiß. Tja, wir haben alle so unsere kleinen Geheimnisse. Ach, wirklich? Sie auch? Ach, ich singe auch unter der Dusche. Warum sind die Fenemans wohl ausgezogen? Na egal, wir sehen. Wir haben ihn gefunden. Wir haben Elvis gefunden. Wie schön. Ich hatte es schon langsam satt, ihn zu suchen. Es ist mein Ernst, Willy. Der King lebt. Nur 2 Türen weiter. Alf, das glaubst du doch nicht wirklich. Willy, ich hab geglaubt, Paul McCartney wäre tot. Ich hab geglaubt, Bobby Ewing wäre tot. Und ich hab geglaubt, Chrysler wäre tot. Auf sowas falle ich nicht nochmal rein. Ich bitte dich. Jetzt mach aber einen Punkt. Denk nach. Rackle sagt, der Kerl wäre in den 50ern, hätte einen Südstaaten-Akzent und würde gern singen. Wer sonst könnte es sein? Willie Nelson, Jerry Lee Lewis oder Susi und Strolch. Nein, nein, nein. Von denen würde keiner neben den Ogmonics wohnen bleiben. Alf, dieses Buch enthält auch nicht die Spur eines Beweises, der irgendjemanden überzeugen könnte, der einigermaßen rational denkt. Lassen wir es bleiben. Warte, warte, warte. Ich kann logisch denken, wenn es drauf ankommt. Der Name des Mannes ist Aaron King. Elvis' zweiter Vorname war Aaron und er war der King des Rock'n'Roll. Das überzeugt mich nicht. Okay, wie wär's damit? Hank Aaron nannte man den König des Baseball. Und Elvis war ein Baseball-Fan. Alf, du greifst nach einem Strohhalm. Okay, hör mir zu. Aaron Burr wollte König von Amerika werden. Und er stammt aus dem Süden, genau wie Elvis. Doch Willy ist nicht zu überzeugen. Im Gegenteil. Jetzt, wo Alf sogar handgreiflich wird, um seiner These Nachdruck zu verleihen, gibt es für Willy nur noch eins. Flucht. Nachdem er die Tür erreicht und hinter sich zugezogen hat, wischt er sich außer Atem die Stirn. Und auch Alf entspannt sich nach dem vorangegangenen Handgemenge. Naja, seine Uhr ist mir geblieben. Daddy, was ist passiert? Ich bin auf der Bananenschale ausgerutscht. Ich kann nicht verstehen, wieso die Leute über sowas immer lachen. Komm, ich helfe dir. Oh, entschuldige bitte. Aber ich musste gerade an eine witzige Situation denken. In Verstehen Sie Spaß? Nein, wirklich. Das war sehr komisch. Wie kommt die Erdnussbutter auf den Rauchmelder? Ich mache es sauber. Und ich werde mal ein Wörtchen reden mit Alf Superman. Alf, da sind Fingerabdrücke von Erdnussbutter in der ganzen Küche. Und jeder Abdruck zeigt nur 4 Finger. Dein Kommentar? Ich erinnere mich an einen solchen Vorfall nicht. Schau, Willy, ich habe über diese Aaron-King-Sache nachgedacht. Und du hast recht. Ohne Beweise kann ich nicht rumlaufen und behaupten, es sei Elvis. Gut. Aber jetzt habe ich die Beweise. Hör dir das an. Ach, was ist los? Es ist mitten in der Nacht, Mann. Wer ist da? Das klingt überhaupt nicht nach Elvis Presley. Meinst du? Dann wart mal, bis ich es rückwärts spiele. Siehst du? Siehst du was? Das klingt genauso wie Elvis, wenn man ihn rückwärts gespielt hat. In seinen letzten Jahren. Und wann hast du Mr. King angerufen, um diesen umwerfenden Beweis zu bekommen? Um 3 Uhr früh. Du hast ihn aufgeweckt? Beweisstück Nummer 2. Frisch aus Aaron Kings Mülltonne. Das sind die blauen Wildlederschuhe von Elvis. Das sind rote Kordslipper. Völlig klar, er hat Farbe und Material geändert, um sich vor seinen Fans zu schützen, die seine Mülltonnen durchstöbern. So wie du. Du sagst es. Oh ja. Beweisstück Nummer 3. Die Liedertexte von Elvis. Hör dir diese verborgene Botschaft an. Since my baby left me, I found a new place to dwell. Der neue Platz, den er gefunden hat, ist bestimmt nicht neben den Ogmonics. Okay,
Aber jetzt kommt der Knüller. Wenn du die Buchstaben seiner Namen vertauschst, Elvis, Aaron, Presley, so wird daraus Presley lives Nora. Er lebt in ihr, also müssen wir Nora finden. Du hast mich überzeugt, Alf. Wir wohnen zwei Türen entfernt von Elvis Presley. Und Rachel ist Janis Joplin und Trevor ist Buddy Holly. Also das war mir neu. Jetzt warte erst mal, bis er rüberkommt. Dann werden wir es mit Sicherheit wissen. Bis wer rüberkommt? Oh, habe ich vergessen zu erwähnen, dass ich Mr. Presley King gesagt habe, wir hätten einen Früchtekorb für ihn? Oh ja. Und, vergaß ich ebenso zu erwähnen, dass er gleich hier sein muss, um ihn abzuholen? Ja. Ach, ich bin schrecklich vergesslich. Ich hätte mir ein Bändchen um die Finger knoten sollen. Oh, habe ich ja. Das hatte ich total vergessen. Und was bitte sehr soll ich sagen, wenn Mr. King nach seinem Früchtekorb fragt? Null problemo. Ich habe das Nötige telefonisch bestellt. Dad, wir haben einen Besucher. Schick ihn rein. Hör zu, Benny, wenn der Kerl vor dir steht, dann achte genau auf alle Elvis-Ähnlichkeiten. Und was muss ich deiner Meinung nach tun? Sieh, ob ihm dabei das Wasser im Mund zusammenläuft. Was ist das? Das sind frittierte Erdnussbutter-Sandwiches mit Bananen. Elvis liebte sie. Er konnte davon 20 am Tag essen. Und du glaubst, das hätte er überlebt? Dad! Mit einem letzten Blick vergewissert sich Willy, dass Alf hinter dem Tisch in Deckung gegangen ist. Dann öffnet er die Tür. Dad, das ist Mr. King. Oh, guten Tag, ich bin Willy Tanner. Mr. King meinte, wir hätten einen Früchtekorb für ihn. Ja, das tun wir jetzt für alle unsere neuen Nachbarn. Rufen Sie auch alle um 3 Uhr morgens an? Es tut mir schrecklich leid. Ich glaube, es ist die Sommerzeit, die mich immer noch verwirrt. Die von Melbourne. Bitte, nehmen Sie das. Willkommen in der Nachbarschaft. Das ist aber sehr nett von Ihnen. Da hat jemand in den Apfel gebissen. Na, wer wohl? Es ist völlig überflüssig, dass Alf hinter dem Tisch die Hand hebt, um Willy zu signalisieren, dass er es war. Die verdammte Mittelmeerfruchtfliege, die wird mit jedem Jahr größer. Wir besorgen Ihnen einen anderen Obstkorb, Mr. Oh nein, schon in Ordnung. Aber das sind nicht zufällig frittierte Erdnussbutter-Sandwiches mit Bananen? Ja, das sind welche. Bedienen Sie sich. Na ja, wenn ich Sie nicht verraube. Glauben Sie mir, ich mag Sie gar nicht. Danke, vielen, vielen Dank. Und während Alf ob dieses Beweises zusammenzuckt, beißt Aaron King herzhaft in einen der Doppelstöcker. Doch Alfs Verdacht verdichtet sich noch mehr. So ähnliche Slipper habe ich auch gehabt. Aber ich habe sie weggeworfen. Wiedersehen. Ja, hat mich sehr gefreut. Wiedersehen. Elvis hat soeben das Gebäude verlassen. Das ist niemals Elvis Presley. Sag mal, machst du Witze? Der war so scharf auf das Sandwich wie Chili auf Karne. Alf, mir ist er auch nicht so vorgekommen wie Elvis. Elvis ist ein brillanter Schauspieler. Er kann einfach jeden spielen, vom singenden Rennfahrer bis hin zum singenden Tiefseetaucher. Selbst wenn wir annehmen, dieser Mann wäre Elvis Presley, und ich versichere dir, er ist es nicht. Er würde es nicht zugeben. Und ich wette, ich krieg's aus ihm raus. Lass den Mann in Ruhe! Lass ihn in Ruhe! Willst du damit sagen, ich soll ihn in Ruhe lassen? Ich gebe keine Ruhe. Dieser Mann ist Elvis Presley. Aber erstmal mache ich ein Nickerchen. Gesagt, getan. Und kurze Zeit später ist Alf in die Sofaecke gekuschelt, eingeschlafen. Als er erwacht, ist es dunkel draußen. Vorsichtig, um die Tenners nicht zu wecken, schleicht Alf zum Nachbarhaus. Die Fenster sind leider zu hoch für ihn, deshalb wirft er einen Blick durch den Briefschlitz. Dabei öffnet sich die Tür. Zögernd tritt Alf in die hell erleuchtete Wohnung und bleibt wie erstarrt stehen. Elvis-Bilder, Schallplatten, Instrumente, wohin er sieht. Entweder ist das Elvis oder Priscilla hat alle Andenken an ihn verscherbelt. Nachdem Alf sich von seiner Überraschung erholt hat,
besinnt er sich auf seine Arbeit und fängt an, die Zimmer systematisch zu fotografieren. Da geht die Tür auf und bei dem Versuch, sich hinter einem Sideboard zu verstecken, reißt Alf die weiße Spitzendecke herunter, samt allem, was darauf steht. Was zum Teufel bist du? Ich bin ein kleiner Schnüffelhund. Schnüffelhunde sprechen nicht. Tote Sänger sprechen auch nicht. Was sagst du? Du bist Elvis Presley. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich bin nicht Elvis Presley. Klar, und ich bin kein Außerirdischer. Jetzt erinnere ich mich an dich. Du bist der sprechende Affe, den ich in Vegas gesehen habe. Vegas? Du bist in Vegas gewesen? Das ist der Beweis. Beweis wofür? Dass du Elvis bist. Sag mir lieber erstmal, wer du bist. Oder was du bist. Hey, ich setze dich davon in Kenntnis, dass ich ein höheres Wesen vom Planeten Melmac bin. Einen Planeten Melmac gibt es nicht. Ja, leider nicht mehr. Deswegen bin ich ja hier. Darf man dich anfassen? Nur oberhalb der Gürtellinie. Und zaghaft berührt Aaron Alfs Kopf und streicht ihm übers Fell. Mann, behauptest du wirklich, dass du aus dem Weltraum kommst? Ehrenwort, aber jetzt wohne ich zwei Häuser weiter. Meine Freunde nennen mich Alf. Junge, Junge, auf das Foto und die Schlagzeile wäre der Playboy scharf. Elvis Presley mit einem Wesen aus dem All. Lass dich nicht irreführen durch das ganze Zeug hier. Ich bin nicht Elvis. Ich bin bloß ein Sammler. Ich kann das verstehen. Wir beide sitzen im gleichen Boot. Wir sind Asylanten des Ruhms. Du und ich und Debbie Allen. Ich kann nicht Elvis sein. Ich bin am Leben. Er ist tot. Hör mal, ich erwarte doch gar nicht, dass du zugibst, noch am Leben zu sein. Komm schon, sei endlich vernünftig. Warum sollte jemand wie Elvis vorgeben, er wäre tot? Ich vermute, du willst ein ganz einfacher Mensch sein. In einer gewöhnlichen Stadt mit einer gewöhnlichen Flotte von rosa Cadillacs. Aber deine Fans wollten dich nicht lassen. Also hast du das große Gastspiel im Rock'n'Roll-Himmel angenommen. Was machen Außerirdische den ganzen Tag? Nach toten Berühmtheiten suchen? Ich bin diese Klischees wirklich leid. Außerirdische haben vielerlei Interessen. Wir sitzen im Haus rum, wir essen und wir sehen fern. Du hörst dich fast mehr wie Elvis an als ich. Hey, hey, warum rufst du nicht Anne Margaret an und bittest sie zu uns? Warum nicht? Ich flieg schnell rüber nach Graceland und hol mein Adressbuch. Wer das auch ist, sagt niemandem, dass ich hier bin. Außer es ist jemand, der mich kennt. Aber wie weißt du, wer mich kennt? Oh, wir denken uns einen Code aus. Sehen wir doch erstmal nach, wer es ist, hm? Guter Gedanke. Guten Tag, Ma'am. Hallo, wir haben uns noch nicht bekannt gemacht. Ich bin Recklock Monik. Ich wohne gleich nebenan. Ja, richtig. Ohne Ihr Fernglas habe ich Sie kaum erkannt. Ich bringe Ihnen ein Stück Schmorbraten. Es ist Sylvester Stallones leibgerecht. Das ist aber eine freundliche Nachbarschaft. Wenn Sie wollen, kann ich es Ihnen warm machen. Es dauert nur eine Minute. Machen Sie sich keine Mühe. Ich habe schon gegessen. Ja, ich weiß. Macht nichts. Wenn Sie nichts dagegen haben, stelle ich es Ihnen in den Kühlschrank. Um die Wahrheit zu sagen, Ma'am, Sie platzen da in eine etwas kompromittierende Situation. Wie meinen Sie denn das? Naja, also ich bin nicht ganz allein. Das meine ich damit. Wirklich? Ich habe gar keine zweite Person in Ihr Haus gehen sehen. Es tut mir wahnsinnig leid, aber ich kann Sie nicht reinbitten. Natürlich nicht. Spielen Sie nur weiter Ihre Elvis-Platten. Kein Mädchen kann dieser Stimme widerstehen. Ich weiß. Höflich, aber bestimmt, drängt Mr. King seinen Besuch aus dem Zimmer und schließt die Tür. Nicht ohne, zu Reckles Ärger, auch noch die letzten 10 Zentimeter des Rollos herunterzuziehen. Diese Reckel ist aber ein besonders neugieriges Mädchen. Ich kann nicht mal niesen, ohne dass sie mir ein Kleenex reicht. Wieder ein Beweis. Elvis konnte nicht niesen, ohne dass ihm jemand ein Kleenex reichte. Aber mir reicht jetzt diese Elvis-Nummer langsam. Jetzt bringe ich dir einen Beweis. Well, since my baby left me, I found a new place to dwell. It's down at the end of Lonely Street, it's Heartbreak Hotel. Wow, 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 au! Kein Wunder, dass dich dein Baby sitzen lässt, wenn du so singst. Stink-Aroni. Bist du jetzt überzeugt, dass ich nicht Elvis bin? Du brauchst nur wieder etwas mehr Übung. Du warst eine Weile tot. Ich wollte, ich wäre Elvis, Kleiner. Aber ich bin nur ein Lastwagenfahrer aus Tupelo. Und das ist das Einzige, was mich mit Elvis verbindet. Ehrlich gesagt, Aaron King ist nicht mal mein richtiger Name. Früher hieß ich Clarence Williams, der Dritte. Ein Lastwagenfahrer.
Genau, Clarence. Ich sag dir, und wenn man mir jedes Haar einzeln ausreißt, ich sag immer noch, du bist Clarence der Brummifahrer. Aber in meinem Herzen wirst du für immer und ewig Elvis sein. Du bist Elvis. Du bist Elvis. Du bist Elvis. Und diese Worte murmelt Alf auch dann noch, als Brian ins Wohnzimmer kommt und den schlafenden Außerirdischen mit dem roten Bändchen um den Zeigefinger weckt. Alf? Oh, wo ist der King? Wir haben keinen König, wir sind in Amerika. Ich meine Elvis. Ich habe doch eben noch mit ihm gesprochen. Du hast geschlafen. Willst du sagen, ich hätte bloß geträumt, dass Elvis lebte? Nein, er hat gelebt. Aber das war, bevor er gestorben ist. Verwirre nicht den armen Außerirdischen. Komm schon, Alf, das Mittagessen ist fertig. Toll, ein Klecks angebranntes. Und soll ich dir mal sagen, was mich mehr als alles andere überzeugt hat, dass er doch Elvis ist? Was? Er sagte... Ich bin nicht Elvis. Wer außer Elvis würde sowas von sich sagen? So ziemlich jeder. Ich kann nicht länger warten, Kate. Ich muss zu ihm und nach stichhaltigen Beweisen suchen. Alf, nehmen wir mal einen Augenblick an und nur einen Augenblick. Dass Aaron King wirklich Elvis Presley ist, was würde er erwarten, dass du tust? Er würde erwarten, dass ich ihn aufspüre und ihn zwinge, mit mir ein Fass aufzumachen. Nicht doch was anderes? Er würde wollen, dass ich ihn in Ruhe lasse. So ist es. Ihm sein Privatleben lasse. Genau richtig. Und dass ich den kompletten Satz Elvis Erinnerungsschuhspanner bestelle. Das ist völlig falsch. Juhu! Adieu. Adieu. Oh, hi, Rackle. Kommen Sie rein. Kate, Sie werden es nicht erraten, was passiert ist. Aaron King ist mitten in der Nacht ausgezogen. Das ist ja merkwürdig. Das ist noch merkwürdiger. Ich glaube, der Mann ist ein anderer, als er zu sein vorgab. Ah, oh, Sie nicht auch noch. Was? Ich meine, wieso? Also, die Rollos hat er immer runtergelassen. Er trug immer eine Sonnenbrille, auch wenn die Sonne nicht schien. Und ich habe gesehen, wie er zwei oder drei Gitarren im Auto verstaut hat. Ach so, das. Ich weiß, was Sie denken. Aber er ist tot und das schon seit langer, langer Zeit. Das habe ich auch erst gedacht, anfangs. Aber denken Sie an meine Worte, Kate. Der Mann, der unser Nachbar war, war Buddy Holly. Wiedersehen. Unsere Rackle hat doch eine Meise. Jedes kleine Kind weiß, dass Buddy Holly einen Anglerladen in Phoenix hat.